Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommentator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und nach längerer Zeit ist er wieder dabei. Spezi Guti aus dem klaren Blute mit dem Siemer mittlerer Panzer der deutschen Fraktion, den Panther, auf der Map Wadi im Osten gestartet. In einem Siemer 6er Standardgefecht. Hat gerade jetzt einen Zug gebildet hier mit Papa unterstrich Ami. Hier fährt die 6er. Arti, der Amerikaner, M44. So, schauen wir mal. Munitionsverteilung 30 mal AP dabei. Mit 135 Damage, 198 Durchschlag. 40 mal Premium Munition APCR dabei. Mit 244 Durchschlag. 10 mal HE. Sprenggranate dabei. 175 Durchschlag. 175 Damage, 38 Durchschlag. Ja, großes Medkit, großes Reddit und Schokolade als Ration für die deutsche Crew. 2 Gunmax hat er drauf, 6 Ringe und da sollen 3 Ringe noch dazukommen. Die dritte Gunmax, denn da ist er auf dem Weg dahin. So ist er aufgegangen. P43. Was haben wir bis? Erster Treffer. Ja. Dann nimmt er gleich ja APCR, viel schnellere Fluggeschwindigkeit, ne? Zuverlässiger. Jawohl, da arbeitet er schön runter den P43 bis. So, der wurde jetzt rausgenommen. Den hat sich die Su 100-100Y gegönnt. Dann hat er M6 aufgeklärt und was war das eben noch? VK3002D oder was heißt das? Ist das hier? Ich guck mal schnell drüben. Jawohl, D. Hat er aufgeklärt. Ja, eine Mission. Können wir nochmal schnell gucken hier. Das ist Block 13, der Sammler in Richtung Chimera. So, das war T34-1. 3 Fahrzeuge also vor ihm. Der Shiri, der deckt ihn ein bisschen ab. Ja, Arti kann darauf wirken, der gute Papa Ami. Ja, schöne Tarnung hier drauf. Ich weiß jetzt aber nicht, welche das ist. So, der Schuss ging von dem Type. Was ist das? Type 58 daneben. Und P43, der T hat da auch mal aufgeklärt. Und da haben wir noch einen Panzer T34-85M. Oh, jetzt hat er erstmal den VK reingebraten. Schön zweimal Turm rein. Ach. Hat er sich 3 Stück eingefangen. Oh, der Type 64 ist natürlich ekelhaft. Schnelle Reloadzeit. Ja, hier kann er gut mit der Kanone arbeiten. Ne? Richte 8 Grad die Kanone nach unten. Wer kommt denn hier zu Besuch? Oh, T34-1 übermütig. Munitionslager raus. Ärgerlich. Kann er nicht reparieren. Boah. Gott sei Dank. Zum Glück peilt der T34-1 ab. Jetzt kriegt er aber hier gut eingeschenkt. Ja, muss ich. Und dann nimmt er den raus. Erster Kill. Oh, da hat er richtig schwer. Schwere Treffer. 1866 Damage, 1000 geblockt, 1626 Aufklärungsunterstützungsschaden. Richtig gut ausgegangen. Ja, Munitionslager kaputt, Kanone kaputt. Wahnsinn, 147 Hitpoints nur noch. Da hat er richtig Glück gehabt, dass er da nicht rausgegangen ist. 7:1 steht es bereits. Ja, im Nordosten scheint gar keiner zu sein. Das ist auch sehr interessant. Auf der Gegenseite ist die 6er Art, die der deutschen Fraktion, die Hummel. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die schießt sehr genau. Hier hinter müsste es eigentlich so weit gehen, aber wenn die splasht. Oh, schöner Treffer auf den P43 TR2 Treffer. So, jetzt wieder an den Type 58.
Ah, der Schuss ging in die Felsen. Oh, da trifft er. So, T3485M möchte was abhaben. Da kriegt er. Kriegt eine rein und... Oh, Wahnsinn. Da geht der T3485 raus. 10 zu 3. Ja, ein bisschen was zum Panzer kann ich noch sagen. 55 km/h vorwärts, 20 rückwärts. Wie gesagt, 8 Grad kriegt ihr die Kanone noch unten. Reloadzeit hat von 3,8 auf 3,14 gedrückt. Einziehzeit wird auch so an die 2,1 Sekunden, 2 Sekunden sein. Original hat er 2 Sekunden. Sichtweite 380 Meter. So, da gibt es noch Aufklärungsschaden. Wir sind bei einem Damage von 2915. Und 2375 Aufklärungsunterstützungsschaden. Nur noch der M6 und der UI. So, an meinem Mod da oben sieht man ja den Indikator. Der wird ja durch das neue Update 1.12 dann auch übernommen. Dann werde ich das Originale übernehmen. Und dann fliegt dieser Teil aus meinem Mod raus. Ja, das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. Mensch. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, wie ihr seht, habe ich das Replay für Spezi Guti hochgeladen. Er hat mir die Datei geschickt, weil gestern ging die Seite noch nicht hier bei My Replays, ne, von WOT. Und da habe ich es bei WOT Record hochgeladen. Und ist auch egal, haben wir hier die Stats, wie die letzten Replays auch. Ja, Überschrift ist also dann von mir. Und dann haben wir hier das Panzer. Das dritte Gunmark. Ja, Wahnsinn. Wunderbar hat er den Panzer abgeschlossen. Das ist herrlich. 9 Ringe. Dann haben wir Speer, Wirkungsfeuer, 63.978 Credits. XP kommen wir später. Großkaliber, Aufklärermedaille, Unterstützermedaille. Dann gehen wir in Teamauswertung. 3.175 Damage, 2 Kills, 1.642 Basis-XP. Und Papa-Ami hat 905 Damage, 1 Kill und 658 Basis-XP. Hier einen ausführlichen Bericht, 30 Mal geschossen, 25 Mal getroffen, 23 Mal durchschlagen, 1760 Damage über 300 Meter, 1000 geblockt. Dann hat er Unterstützungsschaden 2375, macht einen kombinierten Schaden von 5550. Ja, auch nicht schlecht, ne? Gefahrene Strecke 2 Kilometer. Dafür gab es 63.978 Credits abzüglich Repair. Munition, die war nicht so ganz günstig. Dann die Schokolade noch, macht 47.044 minus. Das Ganze in 6 Minuten 28. Wunderbar, dritte Gunmark, ne? Da spielt das ja auch keine Rolle. Und dann haben wir hier die XP 2463. Sie bleibt auch am Ende, wie das zusammengerichtet ist, ist ja durch den Siegbonus, ne? Das wird hier nicht angezeigt. Und 123 freie Erfahrung. Ja, wunderbar, schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.